Wenn Nick Zuri derzeit die Gemüsetheke mit frischen Waren auffüllt und sich umsieht, wird ihm mulmig. Der Laden hier war voll mit Kunden, noch vor einem Jahr. Jetzt ist es so. Im einst umsatzstärksten Einkaufsmarkt Griechenlands in der Nähe des Flughafens Thessaloniki verlieren sich die wenigen Käufer. Marinopoulos, die größte Supermarktkette des Landes, musste Insolvenzantrag stellen und ringt derzeit um einen Rettungsplan. Das Unternehmen sieht sich als jüngstes Opfer des griechischen Sparkurses. So sah ein durchschnittlicher Einkaufswagen in 2010 aus. Der enthielt Waren im Wert von 48 Euro. 2016 hatte der durchschnittliche Einkauf noch einen Wert von 25 Euro. Der Grund: Die Griechen haben immer weniger Geld im Portemonnaie. Seit 2007 ist das verfügbare Haushaltseinkommen um rund 30% gesunken. Hier im Norden des Landes ist jeder Dritte arbeitslos. Das drückt zudem die Löhne. Dazu die massiven Steuererhöhungen. Wenn das verfügbare Einkommen sinkt, sinkt auch der Konsum. Deshalb stecken wir inzwischen in einem Teufelskreis, der nie mehr aufhört. Die großen Ketten konnten die Umsatzrückgänge lange auffangen, dank üppiger neuer Kredite von den Banken. Das Überleben auf Pump funktionierte sogar dann noch, als die Banken den Geldhahn zudrehten. Die Supermärkte erschlossen statt den Banken die Zulieferer als Kreditquelle, Großmarkt Thessaloniki. Hier betreibt Obst- und Gemüsegroßhändler Dimitrios Liotis sein Geschäft. Tagtäglich erlebt er, wie die Supermärkte von ihm und seinen Kollegen immer längere Zahlungsaufschübe verlangen. Du hörst 72 Tage, 90 Tage, 105 Tage bei allen Supermärkten. Das Ganze ist nichts anderes als ein zinsloses Darlehen. Denn die gelieferten Waren hat die Marinopoulos-Kette bereits nach wenigen Tagen verkauft. Auf über 700 Millionen Euro häuften sich die de facto Darlehen zuletzt an. Und die bringen jetzt auch die Zulieferer selbst in Schwierigkeiten. Denn auch bei erfolgreicher Rettung werden die meisten bis zu 50% ihrer Forderungen verlieren. Nur wer wie Dimitrios Liotis Forderungen unter 100.000 Euro besitzt, soll sein Geld vollständig bekommen. Wahrscheinlich werden eine Menge Firmen dicht machen. Die haben ihre Existenzgrundlage verloren, weil die Verluste enorm sind. So sind selbst bei erfolgreicher Marinopoulos-Rettung hunderte Zulieferer mit tausenden Mitarbeitern von der Pleite bedroht. Die Arbeitslosigkeit insgesamt steigt so weiter und verschärft, wie bei einem Dominoeffekt, die gegenwärtige Krise, die dann Auswirkungen auf die Wirtschaft des ganzen Landes hat. Bei der Marinopoulos-Belegschaft herrscht derweil große Unsicherheit. Christos Kondoyannis geht zwar noch jeden Tag zur Arbeit, aber statt Gehalt bekam er seit Mitte Juni nur kleine Abschläge. Folge? Er konnte zum Beispiel die Stromrechnungen nicht mehr bezahlen. Hier in Griechenland führt das nicht etwa zu Stromsperre oder Mahnverfahren. Stattdessen geht der staatliche Energieversorger auf ihn zu und erlässt ihm einen Großteil der Schulden, um wenigstens an etwas Geld zu kommen. Verliert Christos Kondoyannis seinen Job ganz, könnte er wohl selbst das nicht mehr leisten. Wegen der Krise haben viele Unternehmen dicht gemacht. Neue Firmen entstehen nicht, es gibt keine offenen Stellen. Es ist praktisch aussichtslos, einen neuen Job zu finden. 12 Monate bekäme er dann noch etwas Geld aus der Arbeitslosenversicherung, danach gar nichts mehr. Ergebnis: Hier beim nordgriechischen Industrieverband ist man inzwischen so pessimistisch wie nie zuvor. Bei einer Umfrage unter Kleinbetrieben und Mittelständlern rechnete ein Drittel damit, das Jahr wahrscheinlich wirtschaftlich nicht zu überleben. Wir befinden uns im Krieg. Du hast nicht die mindeste Ahnung, was in den nächsten Tagen auf dich zukommt. Hier im Marinopoulos Hypermarket geht derweil das große Bangen weiter. Frühestens Mitte September wird klar sein, ob zumindest die Mitarbeiter hier
anders als die vieler Zulieferer, ihre Jobs behalten können.